Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Wir gehen jetzt nach Kosovo auf Usedom und besuchen den Gonzo, denn ich habe bei ihm einen Tattoo-Termin. Denn der ist zweimal vertreten, einmal in Berlin und einmal auf Usedom. Fahren wir mal dahin. Ich werde mal den Motor starten, beziehungsweise das erstmal alles eintippen, denn ich weiß noch nicht, wo genau das sich befindet. Denn ich kenne mich auf Usedom nicht ganz so gut aus. Also bis gleich. Ja, Freunde der Sonne, das habe ich mir natürlich wieder selber in den Kopf geschossen, denn ich war nicht bei einer Tanke, habe mir kein Trinken geholt und ja, wie soll ich sagen, bei Gonzo zu überleben ohne Trinken ist gleich die Chance, aus was besteht die? Ich würde mal sagen, aus minus 100%. Schön! Achso, übrigens, das Studio befindet sich in Kosovo auf der Hauptstraße 42 und ich habe es aber noch nicht gefunden, ich muss mal gucken, es ist bestimmt in so einem Hinterhof, weil ich denke mal, dass im vorderen Bereich der Hauptstraße alle Läden schon, weiß ich wie viele Jahre, Jahrzehnte existieren. Ach, siehst du, da sehe ich ein Schild, ich sag ja, in eine Seitengasse rein und dann hat man's. Alle klar. Ich habe Durst. Wenn ihr an der Hauptstraße 42 seid, dann einfach in die Hintergasse reinfahren, also auf dem Hinterhof, da könnt ihr parken. Dann diese Wendetreppe, ich habe sie jetzt noch nicht genau gesehen gehabt, aber das ist also so eine Außentreppe halt bis ganz nach oben und dann seid ihr da. Damit ihr Bescheid wisst, dann habt ihr gleich den Weg. Perfekt. Mensch, Gonzo, ey. Was? Gibt es hier irgendwo was zu trinken? Ich hab Wasser hier. Ja, Wasser. Von Cola. Ach komm jetzt. Im Wasser fingen die Fische. Du bist ja drauf, ey. Moin. Moin. Ein bisschen Werbung machen. Du bist ja hier voll der YouTuber geworden. Ist das alles deins? Nee, um Gottes Willen. Ach, du hast dir so einen Raum angemietet. Ja, ich hatte vorher vorne mehrere Räume, aber ich dachte mir, ich brauche ja nicht so viel. Ach so. Ich brauche ja nur zum Tätowieren, ansonsten bin ich ja bei mir nur auf dem Platz, auf dem Campingplatz. Also was brauche ich Der war hier um die Ecke, ne? Außerhalb von Kosovo, ne? War das der? Nee, Lüdo bei Zillowitz. Ach so. Da habe ich meinen Campingplatz. Ich verstehe. Schon geil. Ja, war ein ehemaliger Amtsvorsteherbüro hier. Ja, nicht schlecht. Hat der alles hier? Nimmst du das mal alles mit oder hast du das jetzt alles doppelt? Das ist alles doppelt. Okay. Krass. Das will ich schleppe hier nicht alles hin und her. Außer die Maschinen und die Farben. Farben wäre doppelt, gemoppelt wäre ja blöd. Ja, aber ansonsten Maschinen ja. Und Farben, die schleppe ich mit. Ein Köfferchen und ja. Dann war's das. Ja. Das heißt, ich krieg jetzt hier nirgends von der Cola, richtig? Das ist ja auch geil. Man denkt doch vorher dran und ja, Gonzo, tu man, aber nicht um 9 Uhr. Nicht um 9 Uhr? Nee, um 10 funktioniert das Höhen erst. Ich fange erst immer 11 an zu arbeiten. Naja, dann also wenn, dann müsste ich tatsächlich nochmal ins Auto setzen und dann muss ich den kompletten Ort fahren, vorne zu Wette. Das ist nicht dein Ernst? Ja. Ey, hallo, das ist nicht Berlin hier. Oh. Oder zum Dönermann in der Ecke. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja? Was meinst du, was hier im Winter los ist? Hier ist tot. Das ja. Ist richtig tot. Am Winter bist du auch hier? Ja. So. Alter, da habe ich gerade einen Fischstand, hier so ein Fischbrötchenstand entdeckt. Alter, da muss ich sofort eins essen, ne? Passt ja eigentlich so gar nicht in meinen Plan, aber sowas muss man mitnehmen. Man muss auch mal leben, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Da muss ich mir ein Fischbrötchen holen, Alter. Ey, das brauche ich jetzt. Habe ich riesen Bock drauf. Heute wird ein bisschen gefressen. Ah, ich werde immer fetter. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, kein Fischbrötchen zu essen. Wobei das eigentlich eine richtige, richtige Sünde ist. Befinden wir uns im Norden? Ja, muss ja. Nee, Ostsee. Wir sind an der Ostsee. Ich denke mal, hier wird im Osten sein. Ja, scheiße. Naja, ich esse jetzt keins, weil wir gehen nachher griechisch essen und das ist schon hart genug und da wird sich Sascha dann ausleben, ne? Komm, wir müssen ja nicht übertreiben. Schaffen wir schon so. Ist ja schon wieder ein unglaublicher Vorfall, dass man im Urlaub einfach jemanden trifft, der dein Kunde ist. Das ist ja unfassbar. Ja, ich werde ja gleich mal ein bisschen mit ihm schnacken. Mal gucken, wo er sich befindet, dann werde ich ihm nachher nochmal die Hand geben. So, jetzt sind wir gleich hier bei Gonzo. Fühlt sich beobachtet? Ein wenig. So, gleich geht's los. Gonzo wird mich gleich therapieren.
Hier baut der Mann jetzt auf. Gonzi, wie alt bist du eigentlich? Wie alt ich bin? Ja. 25. Sehr gut. Sieht man doch, oder nicht? Doch, doch, sieht man. Na klar, deswegen habe ich ja gefragt. So, hier baust du jetzt auf? Ja. Warum schiebst du das da rüber? Das ist halt ein Kabelframs. Ich hab Angst vor Geschlechtskrankheiten. Aber das ist ein neuer Stecker, weil das letzte Mal nicht gehabt, oder? Wie ist neu? Du warst ja noch gar nicht hier. Du hattest ja letztes Mal so ein Clipcord. Hä? Hey. Na, im Berlin im Laden. Nee, ich hab ja immer die Maschinen und ich hab ja nur die Anschlüsse. Clipcord. Ich dachte, wir hast noch. Wer arbeitet denn heutzutage noch mit Clipcord? Na, ich dachte, bei dir ist jetzt ein bisschen oldschooler hier. Nee. Um Gottes Willen. Die habe ich noch gar nicht gesehen, die Steckverbindung. Mit was arbeitest du mal für eine Maschine? Was war das? Ich habe jetzt hier die Icon. Helix von Blablablub hier. Da von Icon. Da. Icon. Ist auch ganz schön leicht, ne? Wow. Also als mit so einem Edelstahlgriffstück, ne? War das nicht so? Also leichter sind ja. Alter, was ist denn das? Die Equalizer. Alter, ist die leicht. Ist eigentlich nur der Motor, oder? Hm? Mehr macht die nicht. No, ne alte Knastprinzip. Ja, sehr gut. So, das Stück. Und dann werden wir mal schon länger eine dampfen. Ja, immer noch eine dampfen. Gonzo wollte nämlich eigentlich aufhören zu rauchen. Aber lässt er nicht sein. Nö. Ist es wieder Fleisch? Oder immer noch? Du wolltest zwar Vegetarier werden. Ja, eigentlich schon. Ja, das kann ja alles so werden heute. Und Lottogewinner. Ja, Lottogewinner. Kannst du ja auch noch filmen hier? Ja, ich warte, ich film. Hildegard. Ich weiß nicht, ob man die wahrnimmt. Na doch, da ist Hildegard. Alles klar. Ja. Das ist Hildegard. Ja. Das ist meine Skizze. Stencil. Eigentlich gar nicht so schmerzhaft aus, wenn man sich das so anguckt. Ne? Das sieht jetzt eigentlich so aus, so geht schnell. Rückseite ja. Rückseite ja. Vorderseite nee. Obwohl es geht. Ach, alles gut. Sieht nach einer schnellen Nummer aus. Also ich würde ja dich anflehen, dass es schnell geht. Könnte heute tatsächlich ein bisschen dauern, weil ein bisschen Schmerzen. Ja, ein bisschen, toll. Also, Finger weg vom Alkohol, kann ich nur sagen. In Deutsch? Ja, ich mache auf dem Flohmarkt für 3 Euro oder so gekauft. Geil. Tatsächlich ab 16, ne? Ab 16? Ab 16. Und von George Lucas. Ja, da siehst du ja auch einen Entenschwanz. Du hast nicht vergessen, ne? Nee, den Entenschwanz siehst du nicht. Na klar. Durch die Hose durch. Der hat doch hinten immer so einen Puschel drin. Ne? Ja, so ein Puschel. Ja, den mach ich. Das ist doch der Entenschwanz. Nee. Blöd, Mann. Er denkt wieder an Hodensack und. So, brauchst du bestimmt noch ein Kissen, wa? Ich brauch bestimmt noch ein Kissen, aber eigentlich brauche ich eher. Ein Beißring? Ein Beißring. Ich hab Angst. Seit wann hast du eine Brille? Schon immer. Echt jetzt? So achtest du auf mich. Ja, ich habe immer so eine Brillenmacke. Ich krieg das nicht mit, wenn Leute eine Brille aufhaben. Und irgendwann nach 3 Jahren frage ich dann, Alter, wieso hast du eine Brille? Und dann heißt das schon immer. Ja. Oh, richtiger Freestyler hier. Die Schädelkante anzeichnen. Mhm, mit der Schablonenwichse. Hey, hier ist wieder Ricky Dicky. Hier ist Ricky Dicky. Und dann fängt er direkt in der Armbeuge an. So, das war's. Sie sind fertig? Ja. Gonzo ist hochkonzentriert. Wenn du meinst. Wieso bist du denn gedanklich? Ach, beim Geschlechtsverkehr, ich verstehe. So, Freunde der Sonne, kleiner Zwischenstand. Macke. Ja, tatsächlich bis jetzt weniger Schmerz als ich dachte. Also,
Ich habe echt damit gerechnet, dass mir die Augen aus dem Kopf fallen. Aber alles gut, voll gut. Oh, da zickt jetzt gerade. Oh ja. So, Freunde der Sonne, fertig mit dem Tätowieren. Heute mal eine ganz kurze Sitzung. Und der Gonzo war so lieb. Ist es nicht ein lieber Teddybär? Er hat mir einfach die Sitzung geschenkt. Ja, an dieser Stelle kommt vorbei in Koserow. Lässt euch bei Gonzo tätowieren. Hammer Typ, geile Tattoos. Und er sticht auch... Oh, warte mal, Musik leiser machen. Er sticht auch, das konnte ich gerade nicht zeigen, als ich die Kamera aus, weil wir noch ein bisschen so gequatscht haben. Er sticht auch traditionell. Ja, das heißt, wenn ihr auf Piken steht, ja, das heißt so Dotwork arbeiten, nur mit einem einzelnen Stück, also es ist so ein Knochengriffstück und da ist eine Nadel eingespannt und dann wird es eingepiked, könnt ihr da natürlich auch hingehen und ja, habt ein traditionelles Tattoo. So, an dieser Stelle, Leute, ja, hier habe ich mich tätowieren lassen. Ja. Muss noch einiges gemacht werden, bis deine Antenne und wir sehen uns im nächsten Video. Freunde der Sonne, was ich noch loswerden wollte, ist, Mensch, ich vergesse es voll oft, aber ich habe diesmal dran gedacht, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Channel, meine ich, aktiviert die Glocke, ich krieg's einfach immer noch nicht hin, ne? Ich krieg's einfach nicht hin, diesen Spruch runter zu rattern, dass es sitzt. Egal, an dieser Stelle, ja, das war's, bis deine Antenne, nee, stimmt nicht? Und zwar wollte ich noch hinzufügen, es war jetzt in Arm, ich meine, es war jetzt nicht lange, also ich wurde jetzt nicht lange gehackt, ich kenne ja Leute, die kriegen ja da 6-7 Stunden lang irgendein Motiv hingepflastert und es wird nach einiger Zeit auch extrem wehtun, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich muss sagen, das tat überhaupt nicht weh diesmal, ja, also war wirklich richtig relaxed, muss ich sagen. Da bin ich, ja, sehr beruhigt. Und das war's jetzt an dieser Stelle, also bis deine Antenne. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.